In diesem Video gibt es noch ein Beispiel zu Ortskurven. Dazu dient wieder eine Schaltung, die aus einem Widerstand besteht, R, einer Kapazität, die zu diesem Widerstand in Reihe ist, C1, und parallel dazu gibt es eine weitere Kapazität, C2, und diese Kapazität C2, die soll jetzt mal veränderlich sein. Und es ist wieder gesucht, wie ist die Admittanz, Ortskurve dieser Schaltung in Abhängigkeit von dem C2, und auch wie ist die Impedanz, Ortskurve dieser Schaltung in Abhängigkeit von dem Kondensator C2. Um das jetzt zu lösen und zu konstruieren, braucht man wieder zwei gaußsche Zahlenebenen. Ich zeichne wieder eine Zahlenebene für alle Admittanzen. Das ist der Realteil von den Admittanzen. Und diese Achse ist der Imaginärteil von den Admittanzen. Und weil das ja eine Schaltung ist, in der nur Widerstände und Kapazitäten auftauchen, brauchen wir nur diesen ersten Quadranten, weil die Schaltung sich ja immer ohmisch kapazitiv verhalten muss, mit einem positiven Imaginärteil und einem positiven Realteil der Admittanz. Und genau das gleiche oder sozusagen duale Äquivalente haben wir dann für die Impedanz. Das soll mal der Imaginärteil der Impedanzen sein, und für eine ohmsch-kapazitive Schaltung muss eben der Imaginärteil der Impedanz immer negativ sein. Deswegen zeichne ich jetzt hier nur den vierten Quadranten dieser gaußschen Zahlenebene. Der Realteil muss aber trotzdem immer positiv sein. Negativer Realteil von Impedanzen und Admittanzen hieße, die Schaltung hat einen negativen Widerstand, das ist nicht physikalisch. So, und jetzt kann man wieder anfangen und sich überlegen, also das Z von dem Widerstand R ist einfach R, das Z von dem C1 ist 1 durch J Omega C1. Das zeichne ich jetzt mal hier als einen blauen Zeiger und als einen grünen Zeiger in das Bild in die gaußsche Zahlenebene für die Admittanzen ein. Also das R ist einfach reell, zeigt in diese Richtung. Wie lang wissen wir nicht, ist ja rein qualitativ, das ist das ZR. Und in grün das ZC, 1 durch J ist das gleiche wie minus J, deswegen zeigt das hier nach unten mit irgendeiner Länge, das ist das ZC1. So, und diese beiden Elemente, R und C1 mit diesen beiden Impedanzen, die sind jetzt in Reihe geschaltet. Und dementsprechend ergibt sich die Impedanz dieses oberen Zweiges ZRC1. Und die hängt auch, das sind jetzt noch keine Ortskurven, das sind einfach nur Zeiger, die hängen ja nicht von dem C2 ab. Ergibt sich einfach als Summe von dem ZR und dem in grün gezeichneten ZC1. So, und die Idee von den Ortskurven ist natürlich jetzt eben diese Summe nicht als Formel auszurechnen, sondern das grafisch zu lösen. Wie löst man das grafisch? Na, indem man diese Zeiger hier einfach aneinander konstruiert. Also wir können an das Ende von dem ZR nochmal das ZC1 rankonstruieren. Oder wir können an das Ende von dem ZC1, weil das ist ja eine Addition und bei der Addition gilt ein Kommutativgesetz, die Reihenfolge der Summanden ist vertauschbar. Auf jeden Fall müssen die irgendwie aneinander. Und dann ist die Summe von beiden, dieses rote hier, das ist das ZRC1. Das ist die Impedanz von dem oberen Zweig. Also die Zusammenschaltung dieser Elemente hier hat diesen roten Zeiger. So, jetzt geht es weiter mit der Parallelschaltung hier, und Parallelschaltung lässt sich einfach konstruieren oder einfach rechnen, wenn man in Admittanzen denkt. Das heißt, die Gesamtadmittanz ergibt sich aus der Admittanz von diesem oberen Zweig. Schreibe ich auch mal in rot. Also die Admittanz von dem RC1-Teil. Und dann brauchen wir dazu eben die Admittanz von dem unteren Zweig, und das nenne ich YC2.
So, und das yc2, das ist einfach die Admittanz von dieser Kapazität hier, das ist j Omega c2. Und das yrc1, die Admittanz von diesem oberen Zweig, die ergibt sich eben aus dieser Impedanz hier, und zwar indem man 1 durch die Impedanz rechnet. Und das, was wir hier rechnen, das ist eine Inversion. Da das jetzt nicht wirklich eine Ortskurve ist, sondern nur ein Zeiger, brauchen wir da nicht wirklich einen Inversionssatz für, sondern wir können halt einfach die Länge invertieren. Die wissen wir eh nicht, da kommt jetzt irgendwie eine beliebige Länge draus, aber wir können halt diesen Winkel hier invertieren, dieses Phi. So, und genau in der Art und Weise machen wir das jetzt. Also hier gibt es eine bestimmte Länge, die invertiert ergibt wieder eine Länge, und dieser Winkel invertiert ergibt wieder einen Winkel, genau den gleichen Winkel, bloß nach oben zeigend. Ich versuche das mal hier so anzudeuten. Also das soll der gleiche Winkel Phi sein. Und dann ist das hier das yrc1, das sich anhand dieser Inversion ergibt. Inversion eines Zeigers, Betragsinversion, Phasenwinkelinversion. Und wir brauchen jetzt noch die Ortskurve von diesem yc2. Und jetzt können wir schauen, das ist j. J zeigt hier nach oben. Und Omega ist konstant und C2 ändert sich. Und deshalb ist diese Ortskurve einfach eine Linie, die hier auf der imaginären Achse nach oben zeigt. Und wenn das C2 ganz klein ist oder 0 ist, dann starten wir hier oben in diesem Punkt. Und wenn das C2 immer größer wird und gegen unendlich geht, dann wandern wir hier nach oben. Ich mache mal das hier noch ein bisschen weiter und mache hier so ein Kreuz dran. Das soll sozusagen der Punkt sein, wo das immer weiter wächst und nach oben geht. Und jetzt kommt hier diese Addition noch dazu, und diese Addition, die machen wir auch wieder grafisch. Also diesen Zeiger, diesen Admittanzzeiger und diese Admittanz-Ortskurve addieren, funktioniert eben, indem wir die einfach aneinander hängen. Also diese orange Ortskurve male ich jetzt einfach hier ans Ende dieses Zeigers dran. Das ist die Addition, die beiden werden addiert. Und das hier unten ist der Punkt, wo das C2 0 ist. Und das hier oben ist dieser Punkt, wo das C2 gegen unendlich geht. Und das, was jetzt hier gezeichnet ist, das ist das Y von C2. Das ist die Gesamtadmittanz dieser Schaltung in Abhängigkeit von dem C2. Und was man jetzt schlussendlich noch sich überlegen kann, ist, wie sieht jetzt die Gesamtimpedanz-Ortskurve dieser Schaltung aus? Und die kriegt man halt raus, dass Z von C2 ergibt sich natürlich auch wieder als 1 durch das Y von C2. Und auch das ist wieder eine Inversion. In diesem Fall ist es aber wirklich eine Inversion einer Ortskurve und nicht nur eine Zeigerinversion. Jetzt können wir auf diese Ortskurve hier drauf schauen und können sagen, was ist das? Das ist eine Gerade, die nicht durch den koordinaten Ursprung geht. Und eine Gerade nicht durch den koordinaten Ursprung ergibt, invertiert einen auf dieser Seite einen Kreis, der durch den koordinaten Ursprung geht oder gehen würde. Also irgendwo, wenn wir sozusagen den Kreis malen, eigentlich müsste der hier den koordinaten Ursprung schneiden. Das Ding ist jetzt, dass diese Gerade hier, das macht sie auch. Also wir können schon mal sagen, hier oben dieser Punkt, ich mache da hier nochmal so einen Kreis dran. Also dieses Kreuz hier oben, wo das C2 immer größer wird und betragsmäßig gegen unendlich wächst, was hier immer größer wird, wird hier immer kleiner. Das heißt, wir landen hier in diesem Punkt. Und wenn wir uns diese Winkel hier anschauen würden, also ein Zeiger, der darauf zeigt, und noch ein Zeiger, der darauf zeigt, und noch ein Zeiger, der darauf zeigt, dann wird ja der Winkel dieser Zeiger, der wird immer größer und geht gegen 90 Grad. Und deswegen kommen wir hier unten auch mit einem Winkel von minus 90 Grad an. Also wir müssen irgendwie hier so landen mit unserer Ortskurve. Und jetzt müssen wir noch diesen Punkt hier invertieren. Das ist jetzt aber total einfach, weil diesen Punkt haben wir schon mal invertiert. Das war ja genau diese Admittanz hier.
Und das heißt, dieser Punkt landet hier. Und deshalb ist die ganze invertierte Ortskurve, sieht dann eben so aus. Und das ist eben nur der Teil eines Kreises, weil wir auch nur hier den Teil einer Gerade haben. Also wenn wir eine Gerade hätten, die von plus unendlich bis minus unendlich geht, eine gesamte Gerade, dann würden wir hier auch einen gesamten Kreis hinbekommen, einen Vollkreis. Wenn die Gerade immerhin bis hier gehen würde, bis zu einem Phasenlinie von 0, dann würden wir hier auch bis zu 0 gehen und hätten aus einer Halbgerade würde sich eben ein Halbkreis ergeben. Und in diesem Fall haben wir hier nur sowas wie, naja, so eine Viertelgrade oder Drittelgrade oder so. Und deshalb kriegen wir hier auch nur so einen Viertelkreis oder so einen Drittelkreis oder zumindest irgendwie so ein Kreissegment hin. Nichtsdestotrotz ist das hier immer noch der Punkt, wo das C2 0 ist. Und das hier oben ist der Punkt mit dem Kreuz, wo das C2 gegen unendlich geht. Und auch bei dieser Aufgabe oder bei dieser Schaltung kann man sich jetzt nochmal überlegen, passt das? Macht das physikalisch Sinn? Wenn wir mal mit einem ganz kleinen C2 anfangen, wenn hier gar keine Kapazität da ist, dann heißt das ja einfach, dass hier unten auch kein Strom fließen kann durch diesen Zweig. Das heißt, nur dieser Zweig hier oben ist wirksam. Wenn das C2 0 ist, dann haben wir als Admittanz nur die Admittanz dieses oberen Zweiges, das passt. Ja. Und jetzt gibt es hier unten eine Kapazität und die wird immer größer und dann kann natürlich hier unten Strom lang fließen. Es kann mehr Strom fließen, das heißt der Leitwert, die Admittanz dieser Schaltung, die wird größer und größer und größer. Wenn diese Kapazität hier gegen unendlich geht, muss auch die Admittanz, der Leitwert, die Leitfähigkeit dieser Schaltung gegen unendlich gehen, das macht sie. Und wenn diese Kapazität hier unten größer wird, dann fließt ja auch mehr Strom durch eine Kapazität, weniger Strom durch einen Widerstand. Das heißt, der Phasenwinkel hier muss gegen 90 Grad gehen. Die Schaltung muss sich immer kapazitiver verhalten, weil rein kapazitives Verhalten hätten wir hier auf dieser Achse. Also wenn wir hier sind, dass wir eben vom Verhalten her rein kapazitiv. So, und genau das Gleiche kann man sich jetzt auch nochmal hier für die Impedanz anschauen. Wenn es diese Kapazität hier nicht gibt, kann hier unten kein Strom lang fließen. Wenn diese Kapazität 0 ist, dann ist nur der obere Zweig wirksam, dann sind wir genau in diesem Punkt hier. Und wenn jetzt eben mehr Strom durch diese Kapazität fließen kann, dann muss der Phasenwinkel hier negativer werden und näher an minus 90 Grad dran gehen. Und wenn hier mehr Strom fließen kann, dann muss auch die Impedanz dieser Schaltung, der Scheinwiderstand, kleiner werden betragsmäßig. Und das macht er auch. Und desto größer diese Kapazität hier wird, desto mehr Strom kann hier unten fließen, desto kleiner wird die Impedanz und desto näher wird der Phasenwinkel an minus 90 Grad heran. Und das ist auch genau das, was wir sehen, dass hier der Phasenwinkel immer kleiner wird, gegen minus 90 geht und wir in den sozusagen Kurzschlusspunkt in der komplexen Zahlenebene für die Impedanzen hier reinlaufen. Ja, damit ist eigentlich alles zu dieser Schaltung gesagt.